Ich darf euch heute wieder zu unserer Montagsdemonstration in der Regierungshauptstadt Mittelfrankens in Ansbach begrüßen. Bei Gott sei Dank mal wieder trockenem Wetter. Ich glaube, wenn es jetzt in den Sommer rausgeht, werden wir immer bei schönem Wetter laufen. Auch wird es in Zukunft wahrscheinlich hell sein, wenn wir durch die Straßen ziehen. Ich habe noch die Auflagen der Stadt Ansbach. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Versammlung. Zu diesem Thema habe ich, glaube ich, schon ausführlich gesprochen, was ich davon halte. Aber leider ist es momentan noch so. Des Weiteren bitte ich um Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen. Hunde sind wieder verboten. Keine Glasflaschen und gefüllte Getränkedosen. Und heute haben wir, wie am Samstag, Lärmbeschränkungen, weil wir eine Belästigung für die Bürger dieser Stadt sind, laut unserem Oberbürgermeister und auch nach Aussage der Frau Pollack. Es dürfen Trommeln, Trillerpfeifen und Musikboxen nur 3x10 Minuten pro Stunde verwendet werden. Also 10 Minuten Trommeln und Pfeifen, 10 Minuten Ruhe. In diesen 10 Minuten Ruhe müssen wir aber unseren Mund nicht halten. Das ist nicht wie letzten Montag, wo sie uns auf der Promenade das Reden verboten hätten. Wir dürfen uns in diesen 10 Minuten lautstark verbal äußern. Auch durch Megafone. Das ist auch nicht verboten. Nur bitte achtet bei den Megafonen drauf, diese Sirene nicht zu verwenden. Das möchte die Stadt Ansbach nicht, dass diese Megafone so verwendet werden. Auch bitte dann in diesen 10 Minuten keine Trillerpfeifen verwenden. Druckluftfanfaren jeglicher Art wurde grundsätzlich von der Stadt Ansbach verboten. Bald gibt es nur noch Bescheide, die aus Verboten bestehen. Aber mal schauen, nach der Verwaltungsgerichtsentscheidung am vergangenen Freitag hat die Stadt Ansbach keine Gedanken mehr, uns das Laufen zu verbieten. Es war eine Klatsche für die Stadt. Wer versucht, die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes und nach den Vorschriften der Bayerischen Verfassung derart einzuschränken, muss damit rechnen, dass er auch eine Abfuhr am Verwaltungsgericht bekommt. Ich weiß nicht, mit was für einer guten Stimmung die Stadtspitze heute zur Arbeit gekommen ist, aber das ist mir egal. Wer uns, die friedlich auf der Straße sind, für ihre Freiheit und die Freiheit der Kinder derart versucht einzuschränken, hat es nicht anders verdient und es hat die Stadtspitze Ansbach, hat es nicht anders verdient. Ich frage mich immer, was die Stadt Ansbach denkt oder die Bürger dieser Stadt, wenn hier ein Altstadtfest 5 Tage stattfindet, von Mittag bis nachts oder die Kirchweih oder das Frühlingsfest. Ist das dann keine Lärmbelästigung für die Bürger, wenn nachts die Besoffenen durch die Stadt gröhlend laufen? Diese Frage muss sich die Stadt im Mai und Juni stellen lassen von uns. Wer uns, wenn wir eine Stunde auf der Straße sind, eine Lärmbelästigung und eine Gesundheitsgefahr für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt unterstellt, wird sich diesen Fragen öffentlich stellen müssen, wie das dann bei diesen Veranstaltungen dann ist, wenn bis 24 Uhr Musik gespielt wird. Da bin ich auf die Antwort gespannt von meinem Oberbürgermeister. Und hier in der Nähe von Ansbach ist eine Kaserne der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier werden Luftübungen durchgeführt. Das interessiert keinen Menschen, was mit diesen ist, die in Eib wohnen, die dort bis nachts belästigt werden, wenn diese Hubschrauber Tiefflugübungen durchführen. Das interessiert die Stadt Ansbach auch überhaupt nicht, ob das eine Gesundheitsgefahr für die Menschen darstellt.
gab diesbezüglich schon eine Vielzahl von Bürgerinitiativen und wahrscheinlich auch tägliche Beschwerden. Aber es interessiert keinen. Nur wenn wir gegen die Maßnahmen, gegen die Corona-Maßnahmen der Regierenden auf die Straße gehen, nur weil unsere Meinung nicht gewollt ist und nicht gehört werden möchte, müssen wir uns das unterstellen lassen. Und das ist unerträglich, wie man auch die Meinungsfreiheit in diesem Land mit Füßen tritt, vor allem hier in dieser Stadt. Das war's dann auch für den Beginn. Ab jetzt bitte tragt eure Mund-Nasen-Bedeckung. Wir werden jetzt dann gleich loslaufen. Bis zum Ende der Versammlung gilt Maskenpflicht. Wer durch Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft machen kann, von der Maskenpflicht befreit zu sein, muss auch keine Maske tragen. Also tragt bitte ab jetzt diese Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Ende der Versammlung. Ich wünsche uns eine super Versammlung. Viel Spaß. Danke. Zu kommen, dass am kommenden Sonntag alle tiefgreifenden Maßnahmen fallen, so wie es uns, ja, ich finde es auch sehr lustig, weil ich glaube da nicht dran, aber es wird gerade noch so propagiert von den Politikern und den Staatsmedien. Sollte es wirklich so weit kommen, heißt das aber nicht, dass wir unseren Protest nicht weiter auf die Straße tragen, weil der Herbst steht vor der Tür. Es braucht sich dann im Herbst keiner beschweren und sagen, we'll be right back.
Das war's dann auch. Ich habe noch einige Termine. Morgen 18 Uhr, wie immer Dienstag, Rieden, Marktplatz, Demonstration. Lasst uns auch dort wieder verstärkt unseren Protest auf die Straße tragen. Und dann am kommenden Samstag, 19.03., wieder Ansbach, 14 Uhr, Parkplatz und Oldiasaal, unser Demonstrationszug durch die Innenstadt. Und wie immer montags wieder, Montagsdemo, 18 Uhr. Martin-Luther-Platz, nächsten Montag mit einer neuen Route. Da sind Straßen dabei, da sind wir noch nie gelaufen. Wir möchten auch diesen Bürgern zeigen, dass wir da sind. Also Montag, 18 Uhr, 21.03. mit neuer Route durch die Ansbacher Innenstadt. Aber alle Termine findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ansbachstehtauf.de. Schaut einfach regelmäßig vorbei. Dort findet ihr alle Termine, nicht nur hier aus Ansbach, sondern auch aus der Region. Ein Dank geht heute auch wieder an die Beamtinnen und Beamten der Bayerischen Polizei, dass sie diesen Zug begleitet haben. Heute zwar nicht zu Fuß, aber auf vier Rädern. Auch ein Dank an die Bayerische Polizei hier in Ansbach. Ich wünsche euch dann einen schönen Nachhauseweg, einen schönen Abend. Und wir sehen uns wieder, entweder morgen in Herrieden oder am Samstag, wieder alle in Ansbach, Parkplatz und Oldiasaal, 14 Uhr. Danke, dass ihr da wart. Tschüss.